Willkommen zurück bei Super Luigi 3D World. Jupp, heute zocken wir mit Luigi Welt 1-3 Höhenrausch. Dieses Level werde oder habe ich schon auf meinem Kanal Domtenu hochgeladen. Also einige von euch werden das Level schon kennen, sollten aber trotzdem zugucken, denn ich werde das nicht zu 100% dort hochladen. Also nur zum Verständnis, ich spiele erstmal das Let's Play. Also es ist alles blind, logischerweise. Und dann mache ich diese Bonusvideos im Nachhinein. Sprich, wo die Sterne sind, weiß ich nicht. Wir müssen es gemeinsam rausfinden. Und das ist ja mal richtig geil, dass es auch Katzen-Gumbas gibt. Oh, jetzt soll ich mich treffen lassen, wie dämlich. Oh, Pilzi, Pilzi! Boah, hier wäre es wohl besser, wenn ich den Katzenanzug anhabe, ne? Okay, mache ich mal an. Aber das Level kennt man auch teilweise schon... Oh! Kennt man teilweise schon von anderen Demos. Ich glaube, das war auf der Gamescom anspielbar, das Level, ne? Also zumindest habe ich schon mal irgendwo gesehen, teilweise. Dass da was versteckt ist, ist auch klar. Gucken wir mal was. Ich denke mal einen Grünstern. Oh ja, wir müssen Gegner besiegen. Oder? Nein? Nein, müssen wir nicht. Wir müssen blaue Münzen sammeln. War jetzt nicht so schwer. Ah, geht noch weiter. Ja, auch das erinnert so ein bisschen an die lila Münzen aus Super Mario Galaxy. Wo man das auch innerhalb eines bestimmten Zeitlimits machen musste. Oder für Gormeluma mit den gelben Münzen. War trotzdem nicht so schwer. Aber ohne den Katzenzunkt ist es gar nicht mal möglich. Da kommt man nämlich sonst nicht die Wand hoch. Und hier das gleiche Spiel. Nur so komme ich an den Stempel. Nee, stimmt gar nicht. Ich könnte auch von oben runterspringen. So schwer war der jetzt nicht versteckt. Also ich hoffe eigentlich schon, dass der in den nächsten Leveln und Welten ein bisschen schwieriger versteckt ist. Weil bisher war es kein großer Akt, diese Stempel zu finden. Ey, hört mal, was die für Geräusche machen. Miau, miau. Das ist scheiße. Das passt mal gar nicht zu Goomba, aber irgendwie ist es süß. Ja. Lol. Aber ich habe noch gar nicht gesagt, was Luigi für Spezialfähigkeiten hat, ne? Also, na gut, das ist eigentlich selbsterklärend, aber für diejenigen, die nicht so oft Mario spielen oder vielleicht neu sind bei Nintendo, kann ja alles sein. Für die erkläre ich es jetzt mal. Luigi kann höher springen als Mario, ist aber auch... schwieriger zu steuern, oder? Ist er das in dem Spiel eigentlich überhaupt? Ja, zumindest in der Luft wackelt er ein bisschen rum. Und er kann bestimmt auch weiterspringen. Also für... ja, doch. Für gewöhnlich kann er das jedenfalls. Nicht so rutschen, mein Lieber. Hä, ein Baum. Und ein unsichtbarer... etwas. Ein unsichtbares Etwas. Eine Wolke. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, es ist so super. Macht wirklich Spaß. Und da unten habe ich auch schon wieder Tauben gesehen, die gerade am Essen sind. Ich muss sie aber leider gleich von da verscheuchen, weil ich fürchte, ich muss da über die Brücke rüber. Schließlich war da vorne schon das Ziel. Bam, bam. Ja, aber Luigi spielt sich leichter als in New Super Luigi U. Ich glaube, dass er gar nicht so viel schwieriger zu steuern ist als Mario. Das muss ich mal besser austesten, wenn er in seiner Normalform ist und nicht, wenn er Katzen-Luigi ist. Ist da oben noch irgendwas? Weil die Kamera geht da so komisch hoch. Das möchte ich jetzt schon noch überprüfen. Komm, wir haben die Zeit. Wenn ich nämlich da hochgehe, dann auf die Wolken, rüberspringe und dann klettere. Tatsächlich, Mann! Ein Up. Ja, schön. Nintendo hat alles gedacht. Jetzt springen wir mal mit Katzensprung runter. Oh, das war eine blöde Idee. Fuck, ich sehe nichts. Ach, du meine Güte. Bin aber noch am Leben. Alles gut. Ah, wenn ich jetzt bloß eine Feuerblume hätte, ne? Könnte ich das Viech ganz schnell umbringen. Aber da musste ich eben zerkratzen. Haben wir alles gefunden? Ja, wir haben alles gefunden. Alle Sterne. Und den Stempel auch. Trotzdem überprüfe ich noch diese Glockentürme. Ich finde, die sehen ein bisschen strange aus. Also es soll natürlich Bäume darstellen in dieser Welt. Aber, naja, sieht seltsam aus. Wie heißt die Welt überhaupt? Das hat Nintendo gar nicht erklärt. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Es ist ja nicht das Pilzkönigreich, wo wir hier sind. Wir sind in einer Welt, wo diese Feen da leben. Alles ziemlich strange. Ach ja, und als Katzen-Mario kann man übrigens auch die Fahnenstange hochklettern. Aber es gibt keine Ups mehr dadurch. Und deswegen wird das Spiel doch schwieriger, oder? Weil das war ja wirklich ein Punkt, der bei allen Marios immer kritisiert wurde. Man kriegt zu viele Ups. Und vor allem durch diese Fahnenstangen, weil es so einfach ist, da hochzukommen. Aber das hat Nintendo jetzt deaktiviert und das ist auch richtig gut so.
Ja, yeah. Jetzt haben wir schon 10 Sternchen und dürfen uns jetzt wohl aussuchen, wo wir hingehen, oder nee? Doch, jetzt habe ich schon gedacht, es gibt in dem Level, wo wir gerade waren, einen Secret Exit. Aber nein, wir dürfen es uns aussuchen. Was ist jetzt los? Na, wie läuft's bisher? Die Anleitung findest du im Home-Menü. Sieh sie dir doch mal an. Sicher entdeckst du darin nützliche Informationen. Schau ich aus wie ein Kacknoob? Ich brauche keine verdammte Beschreibung, okay? 1,5 und 1,4. Dann machen wir erst das. Wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens auch auf Plus drücken. Dann entscheidet ein Zufallsgenerator, mit welchem Charakter ihr spielt. Das werden wir ab Part 5 machen. Also sprich, ich werde das Let's Play mit allen Charakteren spielen und mit wem in welchem Level entscheidet das Zufallsprinzip. Eigentlich ganz cool. Was ich ein bisschen schade finde, ist, man kann gar nicht mit denen reden. Ach ja, das Viech. Ich weiß, ja, wie hieß denn der? Plessy, glaube ich. Das ist ein Dino und mit dem kann man über Wasser reisen. Also es ist sowas wie ein Lapras. Komisch, dass es kein Yoshi ist, ne? Also Yoshi kommt im Spiel, soweit ich weiß, nicht vor, was eigentlich ziemlich schade ist, aber nein, müssen wir mitleben. Reite auf Plessy zum Ziel! Bewege L oder Steuerkreuz nach oben, um zu beschleunigen und nach unten, um abzubremsen. Drücke B oder 2, um zu springen. Wenn du gemeinsam mit anderen spielst, springt Plessy höher und bewegt sich schneller, wenn alle Spieler mithelfen. Bereit, dann los. Ja, wir spielen aber nur alleine. Allerdings wird es auch noch ein Together mit Juli geben, weil ich weiß, ihr wollt das, oder fast alle wollen das. Und ja, wie immer wird auch eins kommen, aber erst nachdem der Singleplayer beendet ist, zu 100%. Ja, auch dieses Level war auf der Gamescom anspielbar, aber ich habe es nicht gespielt, weil ich gar nicht auf der Gamescom war. Von daher ist das alles für mich hier neu. Wo soll ich hin? Dadurch? Aua! Nein, nein! Geht da durch, komm! Ja, ich hab's noch geschafft. Turbo Boost, aber irgendwie glaube ich, das war jetzt ein bisschen blöd. Weil die ganzen Goldringe, die waren auf der anderen Seite. Oh Gott. Oh Gott! Aber es sieht voll geil aus hier. Muss ich schon sagen. Ich bin nur ein bisschen beunruhigt, weil ich nur einen Grünstern bisher habe. Die Musik ist ein Remix aus Super Mario 64. Da ist was. Wie komme ich denn darüber? Oh, Scheiße! Da ist der Stempel. Scheiße! Nein! Wie ich immer... voll an der Kante surfe. Ja, da hätte man irgendwo hochkommen können. Verdammt. Da habe ich wohl ein Secret übersehen. Ach, scheiße, 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 scheiße. Springen, springen drüber. Es gab auch schon in Super Mario Galaxy einen Remix von dieser Musik. Also neu ist sie nicht. Komm, den Stern, ja! Aber es ist der dritte. Wir haben tatsächlich einen übersehen. Ist ja blöd. Okay. Oh, er winkt. Dann winke ich auch mal. Was? Ach, man kann ihn streicheln! Schaut mal, man kann ihn streicheln. Und er freut sich dann. Und gibt Münzen! Oh yeah, vielen Dank. Also es ist wirklich toll. Es gibt wirklich sehr viele Details in dem Spiel, die man nicht sofort erkennt. Erst erforschen muss, drauf kommen muss. Und das ist halt schon wertvoll. Aber... wo der zweite Stern war, kann ich jetzt nicht genau sagen. Vielleicht konnte man durch irgendeinen Wasserfall durch. Auf jeden Fall müssen wir das Level nochmal machen. Oh, schön. Ja, komm, egal. Wir können da... Achso. Cool. Ja, ich sag ja, man findet immer wieder was Neues. Komm hoch. Wir können ja einfach hochklettern. Bei dem Level war es jetzt aber auch größtenteils egal, mit welchem Charakter man spielt. Weil ja Plessy der Haupt... Charakter in dem Level war, nicht Luigi. Aber anhand der Stempel kann man auch schon in etwa schätzen, wie viele Level das Spiel so ungefähr hat. Allzu viele sind es ja nicht, oder? Sehe ich das falsch? Hey, da hinten ist ein Geheimgang, eine geheime Höhle. Was geht denn da ab? Bevor wir das Level nochmal machen, will ich wissen, was da ist. Ein geheimer Entrance. Jetzt muss ich irgendwie an Zelda denken, aber es ist nur ein Torthaus. Du kannst eine der Schachteln öffnen. Sicher findest du darin etwas Nützliches. Der Swordman. Der Typ, der einem das Schwert gibt. Der könnte hier drin sein. Das wäre so ein geiles Easter Egg gewesen. Ihr kennt bestimmt The Legend of Zelda 1. Gleich am Anfang in so einer Höhle ist dann so ein alter Mann und der gibt einem das Schwert. Und er sagt, it's dangerous to go alone. Das wäre so episch gewesen, wenn sie den eingebaut hätten. Ein Zelda-Spiel erscheint ja auch noch.
Zelda Link Between Worlds, das habe ich auch schon da liegen. Werde ich auch direkt danach aufnehmen, weil der Release ist ja bald. Ich wollte nur zuerst Mario spielen und dann Zelda. Wollte ja schließlich alles rechtzeitig haben, ne? Nicht, dass es dann heißt, ah, der Top Ten, der hat die ganze Zeit nur Mario gezockt und nicht Zelda aufgenommen. Der. Nee, ist natürlich Quatsch. Ich habe da auch Bock drauf. Nur Mario irgendwie hat mich im Vorfeld mehr geflasht durch die Trailer. Ich weiß auch nicht warum. Dabei hat sogar das neue Zelda aktuell bessere Wertungen als das Mario, aber nur knapp. Die sind beide top bewertet. Vielleicht da hoch. Also, die sind beide so circa auf Platz 15 der bestbewertetsten Spiele überhaupt. Das ist echt übel. Mit Wertungen im über 90er-Bereich. Deswegen habe ich auch sehr hohe Erwartungen an diesen Titel hier und natürlich auch an das Zelda. Oh, verdammt. Ja, man muss doch da irgendwie hochkommen. Aber der Level macht auf jeden Fall schon mal Spaß mit dem Surf. Ach, dadurch, oder? Ja, natürlich. Da. Und einen Stern gibt es ja auch noch. Da hätte ich mir auch denken können, ne? Dass da irgendwas mit Wasserfällen kommt. Normalerweise suche ich auch immer noch sowas. Komm, an ab! Yeah. Aber in dem Fall habe ich es irgendwie nicht geblickt. Na ja, was soll's. Haben wir den Level halt zweimal gespielt, der ist so cool. Da wird keiner was gegen haben. Danke, Plessy. Hat Spaß gemacht, aber jetzt wollen wir einen neuen Level sehen. Nämlich diesen Zirkus da. Und ich versuche jetzt mal nicht runterzufallen. Ja, doch geklappt. Gut gemacht, Luigi. Katzensuit sieht echt geil aus. Also man sieht da wirklich, dass es aus Wolle ist oder sowas. Sieht schön aus. Grafisch eh toll. Hat mich schon überrascht. Mario Bros. U war ja ganz okay, ne? Aber das hier ist fantastisch, würde ich sagen. Auch was die Lichteffekte angeht. Ja, was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Was zum Teufel ist das denn? Haben sie es nicht... Ah, das haben sie mal in so einem kleinen Trailer vorgestellt. Aber ich weiß nicht genau, was das ist. Spring gegen die Blöcke und reihe identische Bilder aneinander. Wenn du Glück hast, kannst du bis zu 777 Münzen erhalten. Pro Münzen, die du einsammelst, erhältst du einen zusätzlichen Versuch. Oh, geil. Das sieht echt geil aus hier. Wie in Las Vegas. Und die Musik ist aus Super Mario Bros. 2. Was muss ich denn da treffen, damit ich die maximalen Münzen krieg? Oh, ist ja voll schwer. Oho. Alter, komm! Nein! Nein! Ich war so knapp dran, aber ich glaube, ich habe 300. Oh yeah! Tatsächlich, 300 Münzen und 3 Ups. Für den ersten Versuch nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Also eine spaßige Einrichtung, die anscheinend manchmal auftaucht, weil sie wieder weggegangen ist. Ah, sehen wir mal. Jetzt kommen wir zu Welt 1.5. Schalter an. Manege frei. Let's go. Was zum... Das Level passt jetzt irgendwie gar nicht zur Welt 1, oder? Das ist was ganz anderes. Aber können sie meinetwegen machen. Ich mag nämlich so Welten, die sich unterscheiden, mehr. Wenn man zum Beispiel mal die Donkey Kong Country Series nimmt, da gab es immer nur 2 Level, die zur Oberwelt gepasst haben. Also meistens nur 2. Und die anderen, die waren dann was anderes. Vulkan, Wasser, Höhle, weißer Teufel. Und das ist etwas, was ich bei Mario bisher immer vermisst habe. Wenn sie das jetzt hier anders machen, ja, gerne doch. Man hatte zwar jetzt halt auch so ein Wasserlevel mit diesem Plessy. Wie hat das funktioniert? Achso, ich muss einfach nur springen. Allerdings vergesse ich immer, dass ich da auch hochklettern kann. Ich muss mich noch so ein bisschen an die Fähigkeiten des Katzenanzugs gewöhnen. Das ist halt noch so was Neues, das blickt man gar nicht. Oh, die Bienen. Oh, das wäre jetzt fast schief gegangen. Ich will mich nicht von denen pieksen lassen. Ich hasse Bienenstiche. Aber wer hasst sie nicht? Dass da was ist, war doch klar. Bandsprung können sie natürlich auch alle. Ist ja auch eine wichtige Technik. Aber es ist trotzdem ein komisches Level. Also es gibt nicht wirklich viel zu tun. Man muss immer ein Rätsel lösen, ein kleines Checkpoint. Gegner besiegen, wenn man will. Und wie bei Super Mario Galaxy,
die Plattformen nacheinander berühren. Ich habe ja gesagt, es gibt Elemente aus Super Mario Galaxy und das ist auf jeden Fall eins davon. Ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass es wirkliche Planeten gibt. Die gibt es nicht, nein. Aber dafür ein Super Smash Bros. Habt ihr das gesehen? Es wurde ein Bild veröffentlicht, auf dem war eine Super Mario Galaxy Stage zu sehen. Wenn ich dran denke, dann blende ich euch das jetzt ein. Wollen wir mal hoffen, dass ich dran denke. Oh, shit. Aber es sah echt nice aus. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber trotzdem, von dem Smash Bros. Bin ich bisher noch gar nicht so begeistert, muss ich echt sagen. Grafisch schon, klar. Aber was so Charaktere angeht, ich weiß nicht. Ich glaube, da werden wir eine kleine Enttäuschung erleben. Wer braucht schon wie Fit-Trainer? Und dann gibt es auch noch männlich und weiblich. Es wurden noch so viele Veteranen gar nicht bestätigt, wie Yoshi oder so. Aber ich will mal ganz neue Charaktere, wie Dixie Kong. Die kommt ja jetzt sogar im neuen Donkey Kong vor. Oder Waluigi, der hat auch noch nie eine Chance bekommen. Warum zum Teufel? Oder Daisy gab's? Nee, gab's nicht. Die konnte man nur künstlich erstellen, indem man Peach anders angezogen hat. Das ist doch doof. Die sollen die mal einprogrammieren, verdammt nochmal. Das ist ein Spiel, das alle Nintendo-Charaktere umfassen soll. Also warum sind die nicht dabei? Nur weil sie keine eigenen Spiele haben? Ja, wenn, dann würde ich halt mal Spiele für die erfinden. Weil ich meine, wieso gibt es kein Spiel für Waluigi? Ich hätte da schon einige Ideen. Ey, wieso wurde ich jetzt rausgeschmissen? Ich wollte die Blume mitnehmen. Ich habe eher eine im Inventar. Egal. Hey, Carmack, du Assi. Verbrenn dich. Hexenverbrennung ist eh eine gute Sache. Ja, Moment. Ich treffe ihn nicht. Er hat sich jetzt anders positioniert. Viel besser positioniert. Aber der kriegt schon noch auf die Eier. Und zwar jetzt. Bam! Wir müssen aber auch dran denken, jede Plattform einmal zu berühren. Ne? Oh oh. Weitsprung! Das schafft nicht mal Luigi. Und wenn er überhaupt weiterspringen kann, dann nur geringfügig. Höher springen kann er aber auf jeden Fall. Allerdings sind die Unterschiede nicht so gravierend wie in anderen Mario-Titeln. Kann ich jetzt schon sagen. Oh. Bam! Wir haben den Stempel noch nicht gefunden. Davon ist aber das Ziel. Ach, fuck. Ich liebe es, wenn das Telefon in einem Let's Play klingelt, weil das dann so professionell ist. Schön, oder? Weil der Stempel jetzt da oben. Ich glaube, ich habe was gesehen. Oh, Gott sei Dank. Jetzt dachte ich schon, ich habe ihn verpasst. Aber ich komme da nicht mehr hoch. Vielleicht als Katzen-Luigi. Ja. Muss man das so machen? Anscheinend, ne? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ja, gut, okay. Als Katzen-Luigi. Das scheint sowieso so das Hauptitem in diesem Spiel zu sein, weil es gibt sehr viele Passagen, die mit dem Katzen-Mario einfacher sind oder sogar mit dem gemacht werden müssen. Ich hoffe, dass gleicht sich noch ein bisschen mehr aus, weil ich will jetzt nicht nur die Katzenglocke verwenden, sondern auch die anderen Items haben. Den Tanuki habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Wann kommt denn der vor? Den sparen sie sich offenbar für hintere Welten auf. Naja, okay. Ist eh ein Item, das das Spiel sehr einfach macht, von daher habe ich da jetzt eigentlich nichts gegen. Was ist denn das? Ach so, ah, Welt 1 Toad. Kapitän Toad will hoch hinaus. Das wurde vor kurzem auch vorgestellt. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Man steuert hier Toad in so einem kleinen, würfeligen Level. Und die Besonderheit ist, dass er nicht springen kann. Man darf sich aber nicht von Gegnern treffen lassen, man muss alle Sterne sammeln. Werdet ihr gleich sehen. Kapitän Toad, der furchtlose Jäger der grünen Sterne, bricht zu seinem ersten Abenteuer auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse sicher zu überwinden und alle 5 grünen Sterne in diesem Level einzusammeln. Wenn du das geschafft hast, gehören sie dir. Bewege die Kamera dabei mit Hilfe von R, um die Umgebung aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Ah, okay. Übrigens kannst du die Kamera auch bewegen, indem du das Gamepad neigst. Okay, gut. Ich mach's aber mit dem Analogstick, ist besser. Oh, eins noch. Kapitän Toad kann nicht springen, also sei vorsichtig. Alles klar. Also den ersten Kurs, den kenne ich schon, weil den habe ich mal in irgendeinem Video gesehen. Aber ich glaube, es gibt das einmal pro Welt. Und die nachfolgenden, die sind dann blind. Ich habe mir sowieso nicht gemerkt, wie das jetzt gemacht werden muss. Aber es sieht auch nicht so schwierig aus, ne? Klar ist ja auch der erste Kurs. Später wird's härter. Jetzt darf ich mich entscheiden, wo ich lang gehe. Ich gehe da lang, weil da ist ein grüner Stern. Oder muss ich auch da rein? Ja, irgendwie muss ich auch da rein, sonst komme ich ja gar nicht nach oben. Und die Toad-Musik ist natürlich die aus Super Mario Galaxy, für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben. Ins Mikrofon pusten, dann kommt man hoch. Ach, das ist irgendwie cool. Das macht Spaß. Ich freue mich schon auf den nächsten Kurs in Welt 2.
Gute Arbeit, Toad. Einen Toad können wir ja auch steuern. Das machen wir dann, ich weiß gar nicht, im nächsten Part oder im übernächsten Part? Mal sehen. Im nächsten Part gehen wir nämlich ins erste Castle dort vorne. Irgendwie wäre es cool, wenn wir das mit Peach machen. Dann kann sie direkt dem Bowser mal in den Arsch treten. Wenn du allein spielst, kannst du auch in anderen Leveln die Kameraperspektive verändern, indem du R bewegst. Probier es einfach aus. Hä? Was soll jetzt damit? In den normalen Leveln oder was? Ach so. Hier zum Beispiel auch. Oh, cool. Dann kann man sich die Welt noch besser angucken und auch ein wenig vorausschauen. Da ist zum Beispiel die nächste Welt schon. Was könnte das sein? Traditionell ist es ja Wüste. Aber das finden wir erst im nächsten Part raus. Okay, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dann kommt auch so schnell wie möglich Part 3. Und dann geht's ins erste Castle. Dranbleiben bei Mario 3D World.